Mein Name ist Silvia Krenn. Ich bin Ortgottesfeierleiterin in der Pfarre St. Markus. Hallo, grüß Gott, ich bin der Christian Freisleben. Ich bin auch Wortgottesdienstleiter in der Pfarre St. Markus. Besondere Situationen, besondere Herausforderungen bedürfen besonderer Kreativität. Darum haben wir in St. Markus beschlossen, unsere Fastenpredigtreihe mit dem Thema aufregend Glaube zwischen Provokation und Frohbotschaft auf diesem Weg all jenen zur Verfügung zu stellen, die gerne die entsprechenden Gottesdienste besucht hätten. Heute, am vierten Fastensonntag, begegnen uns zwei Bibelstellen, die uns Wunderbares berichten. Einmal heißt es im Epheserbrief: Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts. Und dann hören wir bei Johannes von der Heilung eines Mannes, der seit Geburt blind ist. So berichten uns diese beiden Bibelstellen wirklich von etwas Wunderbarem. Etwas Wunderbarem, das im Hier und Jetzt geschieht, mitten in unserem Leben. Eine herausfordernde Botschaft eigentlich, wenn man bedenkt, wie viel Leid und Not es in den verschiedensten Ausprägungsformen in unserer Welt gibt. Wir haben uns an dieser Stelle vielleicht so einen kleinen persönlichen Ausweg zurechtgelegt, eine Art Rechtfertigung, wie wir mit all diesem Leid und dieser Not umgehen können. Der Satz könnte so in etwa lauten: Im Himmel, da wird dann alles gut sein. Damit trösten wir uns. Wir vertrösten auch andere und besonders jene, denen es im Hier und Jetzt, in ihrem jetzigen Leben, ganz besonders schlecht geht. Und ein Stück weit machen wir uns mit diesem Satz wohl auch unser eigenes Leben leichter. Er entbindet uns ja davon, Verantwortung zu übernehmen. Und wir verschieben die Vision von einem guten Leben für alle auf das Leben nach dem Tod. Da stellt sich doch die Frage: Wo ist denn Himmel oder wo ist denn dieser Himmel? Ist es ein Ort, wo wir sind, nachdem wir gestorben sind? Ich kenne da ein Lied aus der Erstkommunionvorbereitung, das wir auch mit unserer Kombo immer wieder spielen. Weißt du, wo der Himmel ist? Außen oder innen? Eine Handbreit rechts und links, du bist mitten drinnen. Das heißt, wir sind jetzt und hier mittendrinnen in diesem Himmel. Und liebe Silvia, was ich wirklich gern von dir wissen möchte: Was ist denn für dich himmlisch? Himmlisch ist ein großes Wort. Aber himmlisch, also ein richtig himmlisches Gefühl habe ich immer dann, wenn ich merke, ich bin richtig geliebt. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Mit all meinen tollen, wunderbaren Seiten, aber auch eben mit den Seiten, die ich lieber verstecken würde. Himmlisch kann für mich auch ein Musikstück sein, ein Lied, das mich so ganz im tiefsten Inneren ganz besonders berührt. Und als himmlisch, ja, empfinde ich auch verschiedenste Momente, die mir in der Natur geschenkt sind. Wenn ich zum Beispiel daran denke, ich stehe auf einem Berggipfel und genieße die tolle, wirklich umwerfende Aussicht. Oder ich stehe am Rande eines Gewässers, sei es jetzt ein See oder ein Fluss oder das Meer. Da bekomme ich auch so ein bisschen das Gefühl, was himmlisch sein kann. Oder ich empfinde in mir dann so dieses tiefe Gefühl von Frieden und Ruhe, auch etwas, was ich mit himmlisch vergleichen würde. Was Himmlisches können auch Gespräche sein. Und da ist es ganz egal, ob ich jetzt die Empfangende bin, dass mir jemand zuhört, mir jemand sein Ohr leiht, oder ob ich die Gebende bin, die eben ihr Ohr, ihre Aufmerksamkeit mit jemandem teilt. Naja, und jetzt, wenn ich in die vielen Einschränkungen denke, die uns dieser Ausbruch des Coronavirus jetzt so mir nichts, dir nichts irgendwie, ja, aufs Auge, aufs Leben, mitten in unser Leben gedrückt hat, dann denke ich mir, sind wohl auch kleine Dinge himmlisch empfindbar, Dinge, denen wir in unserem gewöhnlichen Leben, wie wir es bisher gewohnt waren,
waren, gar nicht so viel Bedeutung beigemessen haben. Zum Beispiel ja, ein etwas längeres Telefonat mit jemandem, der sich einsam fühlt. Oder eine Besorgung, die wir für eine Nachbarin machen, einen Nachbarn machen oder ähnliches eben. Ich denke, sowas kann sich jetzt gerade auch himmlisch anfühlen für jemanden, der da direkt betroffen ist. Himmlisch sein, aus dem, was ich höre, ist was mit hier und jetzt. Und das habe ich heute erfahren, bei einem Spaziergang mit meiner Tochter und meinem Enkel durch den Wald gehen, den Seifenblasen dabei zuschauen, die er vor sich hin bläst und die da vor sich hin gleiten. Das hat heute etwas wirklich Himmlisches gehabt und auf dem Weg zurück habe ich eine CD gehört, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also für mich aus Musik hören, Musik machen, etwas zutiefst Himmlisches. Und ich denke, himmlisch ist etwas, was auf der einen Seite uns geschenkt wird und auf der anderen Seite auch etwas, was wir aktiv sozusagen für jemanden, für uns und für jemanden anderen erlebbar machen können. Indem wir uns öffnen, indem wir aufmerksam sind, achtsam sind, auf andere zugehen und indem wir uns in dieser Gesellschaft engagieren. Zum Beispiel gerade jetzt für Nachbarn, die nicht so mobil sind oder für Menschen, die alleine sind und denen das sehr wohl tut, wenn ich sie jetzt anrufe und mit ihnen rede und ihnen mein Ohr und mein Herz leihe. All das trägt dazu bei, dass Himmel hier und jetzt ist, also mitten drinnen und ich mitten drinnen. Auf der einen Seite ist es, der Himmel wartet auf uns und der andere Seite ist, der Himmel kann warten, weil wir leben im Hier und Jetzt. Jesus ruft uns dazu ein, so auf, jetzt und hier zu handeln, solidarisch zu handeln, für und miteinander da zu sein und auch diese Zeit hier durchzustehen und viele kleine Momente zu erschaffen, die sich himmlisch anspüren. Wir laden euch ein, sucht euch zu Hause Gegenstände, die so ein Stück Himmel repräsentieren, zum Beispiel eine Murmel oder vielleicht ein kleines Briefchen und steckt euch das einander zu. Oder steckt es einem Nachbarn, einer Nachbarin zu in den Briefschlitz? Einfach als kleinen Gruß zwischendurch, damit wir im Hier und Jetzt ein Stück Himmel erleben, der gleichzeitig das aufmacht, die große Hoffnung auf das, was danach kommt, wo vieles ganz anders ist, als wir es uns vorstellen können und vieles ganz wird, was wir heute nicht richten können. Und gleichzeitig können wir hier und jetzt vieles ganz machen durch das, was wir tun. Und was wir sind. So denke ich mir, das ist eine ganz tolle Botschaft jetzt, so wie du uns das gesagt hast. Da kommen wir heraus ein bisschen aus diesem Gefühl der Ohnmacht, das uns angesichts der jetzigen Situation ja mehr oder weniger befällt. Und wir spüren, ja, der Himmel kann zwar warten, er muss aber nicht warten, denn es liegt ja doch auch ein bisschen an uns, ihn eben ins Hier und Jetzt mit hinein zu befördern, hereinzubringen. Und so wünschen wir euch alle Gottes Segen für die kommende Woche und alles Gute und bleibt uns gewogen. Und der Pfarrer St. Markus, schaut aufeinander. Alles Gute, bis bald.